Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um den in Japan verschwundenen Claudio Worm aus Burgdorf. Der ist weiterhin vermisst. Und laut örtlicher Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. Dass Ausländer vermisst werden in Japan, ist äußerst selten, denn das Land gilt als sicher. Und der NDR Niedersachsen hatte dann am Mittwoch mehrfach mit der zuständigen Polizei in Wakayama telefoniert. Dort hieß es, es könnte alles passiert sein. Weder ein Unfall noch eine Entführung werden ausgeschlossen. Und die Polizei arbeitet mit Hilfe einer Dolmetscherin eng mit der Familie zusammen. Und auch mit dem deutschen Konsulat in Japan hat die Familie nach Informationen vom NDR täglich Kontakt, ebenso mit dem Auswärtigen Amt. In den sozialen Netzwerken ist die Familie ebenfalls präsent, in der Hoffnung, Claudio Worm schnellstmöglich zu finden. Und mehr als 40 Gegenstände des 21-Jährigen wurden mittlerweile gefunden. Eine Frau soll das Handy von Claudio Worm am 12. Oktober auf einem Gehweg nahe dem Fluss Kinokawa in der Stadt Wakayama gefunden haben. Das hat eine japanische Journalistin mitgeteilt. Und auf einer Toilette sollen demnach weitere Gegenstände gefunden worden sein, darunter der Reisepass, Kleidungsstücke und eine Halskette des 21-Jährigen. Sein Rucksack und sein Portemonnaie seien bisher noch nicht aufgetaucht. In der deutschen Botschaft in Tokio kann man sich an einen vergleichbaren Fall nicht erinnern. Japan gilt als eines der sichersten Länder der Welt und Vermisstenfälle sind äußerst selten. Das letzte Mal hatte 2018 eine vermisste Französin für Schlagzeilen gesorgt. Die Touristin wurde bis heute nicht gefunden. Und zu dieser vermissten Französin komme ich gleich nochmal. Freunde von Claudia Worm haben ebenso wie das deutsche Konsulat in Osaka bereits im Internet Suchaufrufe veröffentlicht. Der Fall ist im Auswärtigen Amt nach eigenen Angaben bekannt und die Botschaft in Tokio, also die deutsche Botschaft in Tokio, steht mit Angehörigen und den lokalen Behörden in Japan in Kontakt. Claudio Worm war allein durch Japan gereist. Er interessierte sich seit einigen Jahren für die japanische Kultur und ist großer Fan der Studio Ghibli-Filme und allgemein von Animes, also diesen japanischen Zeichentrickfilm. Der 21-Jährige wollte demnächst ein Studium beginnen und vorher Japan bereisen. Seine Reise hat er am 20. September angetreten, dabei besuchte er unter anderem Tokio und Osaka. Den Behörden zufolge hat er sich zuletzt am Abend des 10. Oktober aus einer Bar nahe des Hafens in Wakayama bei Freunden gemeldet. Danach habe es keinen Kontakt mehr gegeben und das Handy war kurze Zeit später ausgeschaltet. Kameras sollen zeigen, dass er die Bar verließ. Einen Tag nach seinem Verschwinden hatte der 21-Jährige zurück nach Deutschland reisen wollen, wie Freunde berichtet haben. Japanische Medien berichteten, dass eine Videokamera Claudio Worm am Morgen des 11. Oktober am Bahnhof aufgenommen habe. Und dann habe ich noch mal auf sumikai.com geguckt. Das ist ein deutschsprachiges Magazin rund um Japan. Dort heißt es, Claudio Worm war am 21. September nach Japan eingereist und hatte Tokio besichtigt, bevor er dann am 30. September in die Präfektur Wakayama weiterreiste. Zunächst hatte der 21-Jährige noch Kontakt zu seinen Freunden und Verwandten gehalten und auch Videos auf YouTube geteilt. Seit dem 10. Oktober hat es dann aber keine Nachrichten mehr gegeben und die Familie meldete ihn als vermisst. Wie aus dem näheren Umfeld des jungen Mannes erzählt wurde, soll Claudio Worm sich lediglich ein One-Way-Ticket nach Japan gekauft haben und in den letzten Jahren aufgrund des Todes seines Vaters vor 6 Jahren eine eher traurige Grundstimmung gehabt haben. Nach Angaben der Präfekturpolizei fand eine Frau am 12. Oktober gegen 13 Uhr Claudio Worms Smartphone, als sie die Kitahima-Brücke über den Kinokawa-Fluss überquerte. Gegen 15:30 Uhr an diesem Tag fand die Polizei seinen Reisepass zusammen mit etwa 40 anderen persönlichen Gegenständen in einer öffentlichen Toilette am Fluss. Berichten zufolge wurde eine Person, die Worm ähnelt, am Abend des 11. Oktober auf Überwachungskameras in der Nähe des Bahnhofs Nankai Wakayamashi und an anderen Orten gesehen. Also da sind schon mal ein paar detailliertere Infos drin, eben, dass das Handy in der Nähe dieses Flusses gefunden wurde und die anderen Sachen auch in einer öffentlichen Toilette nahe an diesem Fluss. Also
Also die letztmalige Spur führt dann, so wie es aussieht, in Richtung dieses Flusses. Ich werde den Fall auf jeden Fall im Auge behalten und euch natürlich darüber informieren, wie es weitergeht. Dann kommen wir jetzt zu der verschwundenen Französin. Das war Tiphaine Véron. Tiphaine Véron ist eine 36-jährige Französin, die in einer Schule für behinderte Kinder arbeitete. Und sie verschwand am Sonntag, dem 29. Juni 2018 in Nikko, im Norden von Tokio, in Japan. Sie leidet an einer Krankheit, also an Epilepsie, die sie ohnmächtig werden lassen kann, aber sie hat ihre Medikamente dabei. Sie war für einen Urlaub in Japan und hat ihre Reise sehr genau geplant. Als großer Fan von Japan war es nicht ihre erste Reise dorthin. Sie lernte Japanisch, konnte sprechen und schreiben. Tiffany's letztes Foto wurde von einem japanischen Touristen während ihres Frühstücks aufgenommen. Ein Backpacker sagte, er habe sie am Mittag des 29. Juli gesehen. Sie ging allein im Wald spazieren, was ihn überrascht hat, da es am Tag zuvor einen großen Taifun gegeben hatte. Ihre Schwester und ihre Brüder kamen sofort nach Japan, nachdem bekannt wurde, dass sie verschwunden ist. Aber die Ermittlungen waren sehr schwierig. Zunächst wurde das von ihr gemietete Zimmer vom Besitzer schnell gereinigt und wieder vermietet, bevor die Polizei dort ermitteln konnte, also nach Spuren suchen konnte. Die Familie hatte dann Schwierigkeiten, mit der japanischen Polizei zusammenzuarbeiten, da sie kein Japanisch sprechen und daher einen Übersetzer benötigen, der teuer ist. Und auch die Reise ist sehr teuer und zwingt sie, ihre Arbeit aufzugeben. Und außerdem kennen sie die japanische Kultur und Gesetze nicht wirklich, daher versuchten sie, nicht beleidigend zu sein und fühlten sich nutzlos ohne Antworten. Aber sie glauben dann immer noch, dass die japanische Polizei ihr Bestes gibt und sie diese unterstützt. Wenn der eine oder andere Satz ein bisschen komisch klingt, das hat damit zu tun, dass das Ganze eben aus Artikeln aus Frankreich übersetzt wurde. Es gab große Suchaktionen der Polizei im Wald, im Fluss, mit Tauchern und Drohnen. Aber für einen Bruder von Tiphaine suchten sie nicht an der richtigen Stelle. Denn sie suchten an einem Fischereiplatz, während die Familie glaubte, dass sie an den Ufern suchen sollten, falls Tiphaine in den Fluss gefallen oder ertrunken ist. Die Familie trat dann mehrfach im japanischen Fernsehen auf und bat um Hilfe und Hinweise. Außerdem verteilten sie viele Flyer und Plakate über Tiphaines Verschwinden. Sie baten den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den japanischen Premierminister Shinzo Abe um Hilfe und diese versprachen, sie zu unterstützen. Was ist noch bekannt in dem Fall? Es ist bekannt, dass sich Tiphaine am 29. Juli um 10.34 Uhr mit ihrem Telefon mit dem Internet verbunden hat. Aber die Polizei hat keinen Zugriff auf die Geolokalisierung, da der Telefonanbieter sie ihnen nicht gibt. Das ist sehr frustrierend für den französischen Anwalt der Familie, da in Frankreich die Betreiber sie normalerweise innerhalb weniger Stunden der Polizei geben. Die japanische Polizei analysierte dann etwa 8 Stunden lang Aufnahmen von Überwachungskameras, aber die Familie glaubt, dass sie nicht wirklich weiß, wie man europäische Gesichter unterscheidet und möchte, dass die japanische Polizei der französischen Polizei die Aufnahmen übergibt, um ihnen zu helfen. Im Wald von Nikko gab es einen Mann, der sich als Touristenführer ausgab, aber tatsächlich Frauen angriff. Jetzt gibt es dort viele Warnschilder, die Frauen davor warnen und ihnen mitteilt, vorsichtig zu sein. Für Tiphaine sei Japan das sicherste Land der Welt und es gebe keine Gefahr. So sagte ihr Bruder und ihre Familie glaubt, dass sie Opfer eines Vergewaltigers wurde und entführt wurde. Die japanische Polizei glaubt, dass sie im Wald oder im Fluss gestürzt ist und dort starb. Aber bis heute gibt es keine Spur von ihr. Tahai Ogawa, ein japanischer Richter und ehemaliger Polizeibeamter, half der Familie bei ihrer Suche und gab ihnen Ratschläge. Für ihn ist Tiphaine das Opfer einer Straftat, lebt aber noch. Da sie ihre gesamte Reise geplant hat, glaubt er nicht, dass sie freiwillig verschwunden ist. Und wie schon gesagt, bis heute gibt es keine Spur von Tiphaine Véron. Niemand weiß, was mit ihr passiert ist und die Familie sucht immer noch nach ihr. Im Jahr 2000 verschwand die britische Flugbegleiterin Lucy Blackman spurlos in Tokio. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zu ihrer Leiche und dem Mörder. Und der Vermisstenfall wurde später von Netflix aufgegriffen und als Dokumentation veröffentlicht.
Wer Netflix hat, sollte sich diese Dokumentation unbedingt einmal anschauen. Sehr sehenswert. Ich komme noch einmal auf den Fall Claudio Worm zurück. Er war ja mit einem One-Way-Ticket eingeflogen. Dies macht aber eigentlich keinen Sinn und es kann da wohl auch zu weiteren Komplikationen kommen. Denn auf reisekröten.de heißt es, bei der Einreise nach Japan ohne Rückflug oder Weiterreiseticket, etwa per One-Way-Ticket, kann es unserer Erfahrung nach bei der Einreisekontrolle zu weiteren Nachfragen seitens der Einreisebeamten kommen. Und das hatte ich auch schon mal auf irgendeiner anderen Seite gelesen oder in irgendeinem anderen Video gehört. Denn oft wird bereits beim Check-in durch die Fluggesellschaft geprüft, ob alle Passagiere ein Rückflug- oder Weiterreiseticket haben. Die Einreise nach Japan ist für Deutsche, Schweizer und Österreicher für bis zu 90 Tage ohne Visum möglich. Für die visumfreie Einreise nach Japan wird aber gleichwohl der Nachweis eines Rückflug- oder Weiterreisetickets benötigt. Das Erfordernis eines Tickets für den Rückflug oder der Weiterreise betrifft grundsätzlich alle Reisenden, in erster Linie aber diejenigen, die auf dem Luftweg einreisen. Für Einreisende mit der Fähre oder Kreuzfahrtschiff gelten andere Anforderungen. Wenn man aber noch nicht weiß, wann man aus Japan wieder ausreisen will, gibt es verschiedene Lösungen für die Einreise nach Japan, ohne Rückflug oder Weiterreiseticket. Also, er wollte ja augenscheinlich wohl nach Deutschland zurück, so sieht es ja auf jeden Fall aus. Und von daher ist es dann natürlich nicht ganz so klar, warum er dann kein Rückflugticket gebucht hat. Zumal es ja dann wohl eben Probleme bei der Einreise geben könnte. Die Frage ist, hatte er ein festes Rückreisedatum oder war das bei ihm dann wirklich so flexibel, dass er deswegen eben auch die Schwierigkeiten bei der Einreise ja in Kauf genommen hat? Und warum verschwindet er an dem Tag, an dem er abreisen will? Er hatte dies ja am 10. Oktober seinen Freunden erzählt. Eine Videokamera soll ihn ja am 11. Oktober am Bahnhof noch aufgenommen haben. Und dann ist er verschwunden und danach werden dann seine Sachen gefunden. Ist er einem Verbrechen zum Opfer gefallen oder ist da etwas ganz anderes passiert? Ich werde euch auf jeden Fall in dem Fall auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.